Herzlich willkommen im Kindergarten der Deutschen Schule Santa Cruz de Tenerife. Morgens werden die Kinder an der roten Tür von einer Erzieherin begrüßt und in Empfang genommen. Sie laufen dann selbstständig über den Hof in ihre Räume. Die Kinder sind ganz stolz darauf, allein diesen Weg gehen zu können. Kinder, die noch begleitet werden möchten, werden von unseren Praktikanten unterstützt. Alle 4- bis 5-jährigen Kinder aus K2 einer Blasengruppe haben zweimal in der Woche für 30 Minuten eine zusätzliche Deutschförderung. Einmal wöchentlich gibt es die Möglichkeit, einzelne Kinder individuell zu fördern. Rituale sind wichtig und geben Struktur. So findet an jedem Tag ein Morgenkreis statt. Hier werden die Themen des Tages und der Woche besprochen. Neue Lernbereiche werden vorgestellt, bearbeitet und gefestigt. Im Laufe des Tages wird dann individuell an den Themen weitergearbeitet. Es blitzt schon Donner. Guck mal. Nein! Unsere Umwelt ist uns wichtig. Beim wöchentlichen Wandern können die Kinder neue Erfahrungen sammeln. Sie erlernen unter anderem den Umgang mit der Natur, das gemeinsame Gehen, Rücksichtnahme. Unsere Jüngsten sind räumlich getrennt von den älteren Kindern und in einem eigenen Gebäude untergebracht. Hier haben sie die Möglichkeit, in Ruhe den Kindergrippenalltag kennenzulernen. Auf unserem Hof haben wir die Möglichkeit, ein Beet zu pflegen. Die Kinder lernen, die Pflanzen und Bäume zu versorgen und beim Wachsen zu beobachten. Das ist unser Spielplatz. Hier können die Kinder täglich draußen spielen, toben und sich sportlich betätigen. Sie stärken vor allem ihre motorischen Fähigkeiten, das Gleichgewicht und ihr Selbstbewusstsein. Um unsere 5- bis 6-jährigen Kinder aus K3 Plus optimal auf die Schule vorzubereiten, haben wir 3 altershomogene Vorschulgruppen. Diese haben ein- bis zweimal wöchentlich für 45 Minuten Unterricht in Kleingruppen durch 2 unserer Grundschullehrer. Früher hatten alle Vorschulkinder hier ihre Räumlichkeiten. Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist derzeit nur die Zebra-Gruppe hier. Auch ohne räumliche Nähe stehen die Erzieherinnen in einem engen fachlichen Austausch und bearbeiten die gleichen Themen. Die Grundschule setzt die handlungsorientierte Arbeit im letzten Kindergartenjahr, K3 Plus, fort. Unsere Lehrpläne beschreiben verschiedene Kompetenzen, die an unterschiedlichen Fachinhalten erworben werden. Besonders wichtig ist uns dabei der Ausbau des Sprachniveaus der Kinder auf Deutsch und Spanisch, später auch auf Englisch. Unser Anspruch ist es, alle Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo sie stehen, und individuell zu begleiten. Das heißt, sie zu bestärken in dem, was sie gut können, und ihnen dabei zu helfen, besser zu werden bei dem, was noch nicht so gut gelingt. Als ergänzendes Medium nutzen wir hierfür auch unsere neuen digitalen Tafeln und einen iPad-Wagen, um Medienkompetenzen zu erwerben und auf die gestiegenen Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt vorzubereiten. Durch Entdecken, Forschen, Lösen von Problemen und Bearbeiten von Projekten nehmen die Schülerinnen und Schüler schrittweise ihre eigenen Lernprozesse in die Hand und entwickeln sich zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Erwachsenen. Die Früchte dieser langen Schulerfahrung ernten die Abiturienten nach der 12. Klasse in Form des Abiturs. Im Anschluss an ihre Schulkarriere streben sie meist ein Universitätsstudium in Deutschland, Spanien oder einem anderen Teil der Welt an. Da in der Schule bis zu 4 Sprachen gelernt werden können, Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch, werden Jugendliche auf eine hochqualifizierte internationale Karriere vorbereitet.